Grüß dich und willkommen zur TAP. Herausforderung im Blutzitter 6 am 26.05.2024 auf der Gitter Schlucht. Schwierigkeitsstufe Schwelm-Schimpansen-Modus und das sind die Regeln. Du hast 45.000 davon Dollar Stadtgeld dein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 76 ab. Hier kommen ja sehr viele Keramik-Bloons und hier ist so ziemlich alles aktiviert, was geht. Okay, los geht's. Hier gibt es viele Lösungen und alle sind sie super einfach. Ich zeig dir zwei Lösungen. Die erste Lösung geht mit dem Bumerang-Affen. Den stellst du einfach hier hin. Mach als Verbesserung 5, 0 und 2. So, jetzt kannst du dein Spiel einfach schnell laufen lassen. Der Bumerang-Affe erledigt alle Keramik-Bloons hier in Rekordzeit. Okay, und das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Affenboost. Die zweite Lösung ist genauso einfach und sie geht mit dem Klebstoffschützen. Der darf bei Keramik-Bloons natürlich nicht fehlen. Also den platzierst du genau dahin, wo der Bumerang-Affe auch war und bei dem machst du als Verbesserung 5, 0 und 2. Also auch die gleichen Stufen hier wie beim Bumerang-Affen. So, jetzt kannst du dein Spiel auch schnell laufen lassen. Es kann sein, dass dein Spiel ein bisschen stockt, weil die sich ziemlich schnell erneuern, aber der Klebstoffschütze löst sie schneller auf, als sie sich erneuern können. Okay, das ist Sieg Nummer 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.